So, weiter geht's im Programm. Klonoa, der Titel, den ich heute spiele. So, mal schauen, was es hier noch mit auf sich hat. Okay, ein bisschen schräge Töne. Da muss ich mal schauen, ob das irgendwie bestimmte Gründe hat. Jawohl. Und was haben wir hier? Volle Lebenspunkte. Perfekt. So, hier geht's auch schon wieder weiter. Einmal im Kreis und rundherum. Was ist das denn hier? Toll, da war ein Item. Och nein. Ich glaube, das ist sozusagen das Ende des Levels gewesen. Na gut. Dann geht's da wieder ab. Hoch. Ach, man muss hier wirklich hochspringen, ansonsten passiert hier gar nichts. Oh, das leiert aber gerade. Wahrscheinlich, weil ich gerade im Hintergrund das letzte Video bearbeite. So. Irgendwas fehlt mir hier anscheinend. Ich weiß nur nicht, was. Springe ich in die falsche Richtung oder so? Oder muss ich hier sogar runter anstatt hoch? Komisch, komisch, komisch. Sehr, sehr seltsam, das Ganze hier. Habe ich irgendwo was verpasst? Boah, hätte man doch hier lang gemusst? Aha, hier geht's also auch lang. Was ist das für ein Vieh? Okay. Wahnsinn. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, lang zu gehen. Cool, cool, cool. So, schwupp, weg mit dir. Und weg und jawohl, da war das Ziel. Wahnsinn. Och, wie niedlich. Gut, jetzt können wir hier wohl irgendwas machen. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau was. Oh, jetzt fliegen hier auch noch Küken durch die Gegend. Oh, wie geil. Ja. Ne, die werden abgeschossen, oder? Wie auch immer, wir gehen natürlich ein Kapitel weiter. Wir wollen natürlich auch speichern. Ja, wir überspeichern diesen Save. Finish Saving. Bla. Jetzt sind das schräge Töne gerade. Okay, dich kralle ich mir. Muss ich das jetzt hier verstehen? Okay, dann muss es noch einen anderen Weg hingeben. Och, sehr schön. Hoffentlich ist die Zielsetzung hier wesentlich genauer als bei Mega Man. Aber das bezweifle ich nicht. Ih, wo kommen diese Viecher hierher? Geil. Da ist ein Luftzug, der bringt uns hier hoch. Cool. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, sah ja doch schon ein bisschen knapper aus hier. So, einfach von hinten geschnappt. So einfach geht das. Oh, ist dieses Spiel niedlich. Habe ich das schon gesagt? Ich hoffe, ihr lasst euch davon nicht so großartig irritieren. Einfach, das kann es natürlich auch sein, hier so ein komisches Ei. Da kann man doch sicherlich. Ja, geil. Oh, ist das genial, dieses Spiel. Irgendwie finde ich das voll cool.
Puff. Okay. Hier ist wohl irgendwie ein Speicherpunkt oder dergleichen. Okay. Indiana Jones lässt grüßen. Geil. Also irgendwie bereue ich es langsam, dass ich das damals für den... okay, was ist das denn? Damals für den für die PS1 nicht gekauft habe. Beziehungsweise meine Eltern. Ich war ja noch sehr jung, als das rauskam, dieses Spielchen hier. Oh, ist das süß. Man kriegt auch schnell Ohrwurm von diesen Liedern hier. Das ist beeindruckend irgendwie. Cool, hier gibt es ein Live. Oh, 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 oh. Kann ich eigentlich mit dem, den hier? Natürlich nicht. Das Spiel wäre ja auch viel zu einfach, wenn ich das machen könnte. Jawohl. Da ist wieder ein Onitsch wieder. Komme ich von hier? Komme ich nicht von hier? Wo komme ich hin, wenn ich hier lang gehe? Ich komme irgendwo hier hin. War ich hier schon? Es ist auch ein klein wenig verwirrend. Oh, von hier komme ich. Dadurch, dass man so viele Wege gehen kann, das ist eigentlich für einen Jump'n'Run recht untypisch. Boff. So. Coole Sache. Puff. So, und rein da. Plock. Hier ist schon wieder ein Save Point. Da unten ist auch einer. Okay. Oh. Die Gegner werden immer süßer. Ploff. Nicht mit mir, mein Süßer. Ach Mann. Oh, wie süß ist das denn? So, einmal... Nee, das geht nicht. Gut, dass ich das jetzt herausfinde und nicht... Oh, 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 oh. Ja, die können natürlich den Weg sich irgendwie so bewegen. So. Boff. Das war so eindeutig. Cool. Jetzt habe ich hier einen Durchgang geschafft. Ich weiß, das sieht irgendwie so aus, als ob ich dieses Spiel schon 500.000 Mal gespielt habe. Das stimmt, wie gesagt, nicht. Das ist ein absoluter Blindrun. Also ab jetzt sozusagen, ab der Stage, in der ich jetzt gerade bin, ist dies hier ein Blindrun. Oh, das hakt und hakt und hakt gerade. Darum werde ich mich später mal ein bisschen kümmern. Das sieht dann aus, sagt man da. Ein Licht am Ende des Tunnels. Was das wohl sein mag. Yay, wir sind am Berg. Okay. Bevor hier jetzt irgendwas Großartiges passiert, machen wir hier wieder einen Cut. Ich lasse es euch wissen. Bis später, euer Darth Vayner mit Let's Play Klonoa für die PSP.